Willkommen, Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ja, heute habe ich mal, glaube ich, wieder sichergestellt, dass ich nicht so übersteuert rüberkam. Ich kann mir jetzt aber schon vorstellen, woran das gelegen hat, dass die Aufnahme von Montag so hart übersteuert war. Denn ein meiner Regler, es kann sein, dass ich da rangekommen bin versehentlich oder dass ein Kabel ran hergeratscht ist von meiner Maus oder von meinen Außenlautsprechern bzw. von meinen normalen Lautsprechern. Und dass ich da vielleicht mal, oder vielleicht ist es sogar beim Putzen passiert. Das kann natürlich auch sein. Naja, egal. Wir wollen heute ein bisschen Rathaus 11 Action machen und ich habe aber gar nicht so einen Plan, was kann ich eigentlich bei Rathaus 11 machen. Also ich bin so ein bisschen, ideenlos, was Rathaus 11 Angriffsstrategien im Moment angeht. Und ich habe hier jetzt nochmal einen Pekka Bobet. Ja, den will ich mal probieren. Ich weiß nicht, ob es so funktioniert. Aber ich muss echt sagen, mehr fällt mir im Moment nicht ein. Und ich weiß auch nicht, ob es funktioniert. Das kommt noch dazu. Das sehen wir ja jetzt. Deswegen machen wir Live-Angriffe. Live ist immer... Ja, der Toto fällt immer gerne live. Denn wenn wir live irgendwo was machen und hier verdaddeln, dann ist das immer irgendwie schöner. Live fehlen ist immer schöner. Naja, egal. Wir gehen mal rein. Ich hatte mir gedacht, wir gehen über diese Ecke, über diese Ecke hier rein in die Base und hier mit Karre rauf Richtung Chor und dann müssen wir mal sehen, wo wir die Bats hier loslassen. Ziel ist natürlich Clanburg, vielleicht noch die gegnerische Queen auch irgendwie zu bekommen und natürlich irgendwo reinzufunneln. Das könnte ein kleines Problem werden. Ich weiß es noch nicht genau, aber wir gucken mal. Wir gucken mal, wie wir es überhaupt machen können. Und ich muss nur immer den Anfang finden. Der Anfang ist immer sehr, sehr schwer, beziehungsweise könnte sehr, sehr schwer werden. So, den nehmen wir da. Und jetzt muss die beiden Babydrachen sollen eigentlich für mich funneln. Und ich muss natürlich die Karre equippen, gar keine Frage. Die Babydrachen sollen für mich funneln, denn meine Karre soll ja jetzt reingehen. Oh, das wird schon wieder kribbelig. Aber mal sehen, ich nehme sie jetzt schon mal mit rein. Und nehme hier mal einen Päcker. Oder wir können eigentlich auch alle Päcker nehmen. Und wir können auch alle Bowler nehmen. Denn die müssten sich jetzt eigentlich den Weg in die Mitte bahnen. Wir nehmen den hier hinter. Denn der macht uns hier schön die einzelnen Felder hier offen. Da kommt die Clanburg. Die wird gegiftet. Perfekt. Das sieht noch ganz gut aus, Leute. Das sieht noch ganz gut aus. Komm. Mach das da in der Mitte. Perfekt. Und wo starten wir denn jetzt eigentlich mit unserem Bats? Ich glaube, wir starten hier hinten mit unserem Bats-Bell. Mal sehen, wie weit wir hier kommen. Ich muss immer an die Magiertürme denken. Denn sie sind natürlich das Böseste. Ich muss sie leider auch manchmal zweimal frosten. Okay. Manchmal muss ich sie auch zweimal frosten. Aber der... Oh, jetzt habe ich schon alle verbraten. Verdammte Axt. Ich habe schon alle verbraten, Leute. Schnell Cleanup setzen. Wie sieht's aus? Bats. Oh, die Bats sind alle weg. Okay, die Bats sind alle weg. Und Base ist aber noch ein bisschen was da. Da ist noch ein Päcker. Hier habe ich noch ein ganz kleines bisschen... Oh nein, der Cleanup war nicht gut. Scheiße. Oh, das wird eng. Das wird eng. Da habe ich wieder meine Bats-Bells verpeilt. Mal wieder, muss ich dazu sagen. Und der tiefstehende X-Bogen hier, der wird meinen Angriff zunichte machen. Ach, wie so häufig. Da habe ich wieder den Bats-Bell verpennt, beziehungsweise habe, glaube ich, die Freeze-Zauber ein bisschen zu früh geschmissen. Und die Päcker können das hier nicht mehr richten außen. Jetzt die Magier leider auch nicht mehr an den einem Bogenschützenturm. Na, das müssen wir ein bisschen üben. Ich meine, es werden jetzt viele Prozente, aber letztendlich zählt natürlich der dritte Stern und den hole ich hier leider nicht. Ich meine, das war jetzt ein Fresh Hit hier auf die Base. Ich habe jetzt gleich noch einen anderen Angriff zu machen, auch auf den Rathaus 11er. Auch da weiß ich eigentlich nicht, ob das gut ist, was ich da mache. Keine Ahnung. Naja, okay. 91%, wieder so viele Prozente. Ich hatte, glaube ich, mit dem Alex habe ich die Tage auch so angegriffen und hatte dort auch 96%, meine ich. Oder was mit mal? Ich glaube, es war mit dem Queen Charge Lalo. Na, okay.
Ah, das ärgert mich. Das ärgert mich unheimlich. Aber ich habe hier, wie gesagt, ich bilde meistens immer danach immer die Armee aus, die ich jetzt gerade hatte, um das vielleicht nochmal zu üben. Aber ihr seht, meine nächste Armee ist mal ganz, ganz komisch. Ich habe nämlich Drachen im Gepäck und habe 4 Loons dabei. Warum das so ist, das werdet ihr gleich sehen. Denn ich werde euch gleich jetzt erstmal eine Wiederholung zeigen, die ich dann vielleicht toppen kann. So, dann schauen wir uns den Angriff mal an, den ich jetzt nachspielen wollte. Es ist ja auf die Nummer 5 vom Riantora, ja, vom Chris. Und das ist eigentlich überhaupt nicht meine Angriffsstrategie, aber er macht das hier als Rathaus Level 10. Ja, er macht das als Rathaus Level 10 und ich komme hier jetzt gleich mit dem 11er, also streng genommen müsste das, ja, es müsste eigentlich reichen. Denn ich habe einen Warden, ich habe noch einen Drachen mehr und ein oder zwei Drachen mehr, weiß ich gar nicht. Er hat 12 Drachen jetzt und ich nehme allerdings auch die gleiche Anzahl an Drachen mit. Allerdings nehme ich noch ein paar Loons mit für die eine oder andere Luftfalle. Den Slammer kann man so spielen, denn der Slammer macht die Mauern unten mit auf. Der macht unten die Mauern mit auf, allerdings die CB vermasselt ihn so ein bisschen unten. Den Slammer, denn er hat Loons drin und aus der Drachen-CB kommt ein Drachen mit raus. Aber mal gucken. Ich glaube, ich brauche immer 3 Blitzzauber. So habe ich es eben nochmal in meiner Tabelle nachgeguckt als Rathaus Level 11. Auch da habe ich einen kleinen Vorteil für eine Luftabwehr. Ich meine, es sind 3 Blitzzauber. Ich check das gleich mal. Ich habe 9 Stück dabei und habe natürlich noch einen Zauber dann mehr in der Clanburg als er. Er kann ja nur einen kleinen Zauber mitnehmen und ich einen vollen Zauber. Da habe ich aber auch keinen vollen Zauber jetzt genutzt, sondern 2 Frost habe ich mir geben lassen, da ich die ja nicht maxed habe. Und gerade für die letzte Luftabwehr hier unten wären vielleicht die Frost gar nicht mal so schlecht. Vielleicht auch auf dem Feger, mal gucken. Das weiß ich noch nicht. Vielleicht setze ich den Slammer auch ein bisschen anders, als er es getan hat. Dass ich dort mehr Drachen noch in der Mitte schon mal habe. Aber mal gucken, man könnte natürlich auch komplett von der anderen Seite aus spielen. Dann kommt die Clanburg etwas eher. Ich glaube, das mache ich auch. Man kann das auch von der anderen Seite spielen. Dann kommt die Clanburg ein bisschen eher. Und ich kann vielleicht meinen Slammer einfach so mit reinsetzen. Ich gucke nochmal gerade rein in die Base. Das solltet ihr auch immer machen. Ich gucke nochmal rein. Den kann man komplett von der anderen Seite spielen. Dann habe ich die Clanburg eher. Und da, wenn ich da den Wut setze. Ja, ich muss mal gucken. Ich muss mal gucken, wie ich das jetzt mache. Mal sehen, ob das funktioniert. Ich habe jetzt 9 Blitz, ein paar Drachen, 4 von denen Scammer. Mein Warden muss ich noch umstellen auf Luft. Der muss auf Luft hier. Und mein Slammer habe ich dabei. Perfekt. Okay. Dann können wir mal loslegen. Mal sehen, ob immer 3 Stück reichen. 1, 2, 3. Okay, 3 Stück reichen. 2, 3. Und ich würde sagen, wir nehmen den hier. 1, 2, 3. Jo, damit haben wir alle Luftabwehren weg. Und ich fange hier unten meine innere Ecke locker mit meinen Drachen an, würde ich sagen. Und dann nehme ich mal die Seite. Ich habe jetzt nur 2 Fries, einen Wutzauber. So, dann können die hier schon mal rein. Und dann nehme ich mal 2 dort und ich nehme mal 2 hier, damit ich jetzt meine ganzen Drachen hier mittig reinbekomme. Das sieht auch schon ganz gut aus. Jups. Und ich glaube, ich kann meinen Slammer einfach mal so mit reinspielen. Ich nehme den Slammer einfach mal so mit rein und nehme jetzt in jedem Fall den Frostzauber dort und nehme allerdings jetzt schon mal das da und hier lasse ich die mal mitlaufen. Da lasse ich mal den King mitlaufen und hier lasse ich mal die Queen mitlaufen. Mal sehen, ob das funktioniert. Ich habe jetzt noch einen Fries für die Luftabwehr dort. Oh, wo? Auf welchen Abwegen ist denn mein Slammer da? Auch nicht schlecht, okay. Okay, mein Slammer ist ein bisschen auf Abwege. Und ich zünde mal meine Queen, dass ich die Drachen hier drin behalte in der Base. Dass vielleicht ein bisschen was zu der Luftabwehr geht. Da geht aber nichts zu der Luftabwehr, okay. Aber ich glaube, ich habe trotzdem reichlich über. Und ich friere sie trotzdem jetzt mal.
denn ich habe noch Loons auch in der Clanburg. Also ist doch schon ein bisschen deutlicher als Rathaus 11, stelle ich gerade fest. Okay, mal sehen, ob ich die Slammer Loons behalten kann. Okay, ich kann sie sogar behalten. Ich meine, der hatte jetzt keinen Adler und der Rest der Defensive war vielleicht auch noch nicht so stark. Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet, aber die Vorlage war schon mal gut vom Chris und mal nachgespielt, ganz gut. Ist mir jetzt übrigens gerade eben auch bei Spätzle mit Soße gelungen, also Angriffe angeguckt. Okay, hier jetzt ohne Spotter, wo wir das gemacht haben. Aber immerhin ist der Stern hier draußen und damit haben wir 25. Das sieht noch ganz gut aus hier, würde ich sagen. Da geht in jedem Fall noch einiges. Wir könnten das mal nachbauen, obwohl das ein bisschen, es ist mir gerade ein bisschen teuer. Was Elex angeht, oh 400.000, okay, das ist mir ein bisschen heftig teuer. Die muss ich mal eben editieren. Warum muss ich die vierte Armee editieren? Achso, ich kann keine Wallbreaker trainen, alles klar. Dann machen wir das mal so, denn ich habe ja den Wallbreaker den dabei. Okay, perfekt, 1, 2, 1, 2, 3 und ein Gift, so machen wir das. Und ja, sieht ganz gut aus, so kann man es in jedem Fall ja irgendwo machen, also na jetzt so ganz unplanlos bin ich denn doch nicht, aber mir fehlen doch schon, oder ideenlos, mir fehlen doch schon so die ein oder andere Idee hier und Ölfuß konnte glaube ich den Neuner hier noch machen, ja da hat er keine Probleme mit, beziehungsweise Ölfuß 1, 2, 3, 4, ah ne, ist auch noch ein Neuner der Ölfuß, ne, ist auch noch ein Neuner sehe ich jetzt gerade. Mit 2, 3, 4 Zaubern und den kleinen Helden. Ich glaube, Ölfuß ist auch jetzt nicht so einer, der mit so kleinen Helden auf Rathaus 10 geht. Aber ich meine, der hat auch einen 10er. Ich weiß jetzt noch nicht, welcher Account das ist. Aber egal. Mal sehen, wie er das hier geregelt hat. Mit ein paar Bolern, ein paar wenig, vielen, vielen Hexen und auch Golems ohne Heilzauber. Ohne Heilzauber ist auch immer eine gute Option hier im Rathaus 9 Bereich. Und ich wollte jetzt nur mal gucken, ich wusste jetzt nicht mehr, was der Ulfus für ein Charakter ist. Beziehungsweise für ein Rathaus. Ich dachte, es wäre ein Zehner. Aber nee, Chris ist ein Zehner. Okay, Chris ist ein Zehner. Habe ich mich gerade ein bisschen vertan. Dann mache ich mal jetzt ganz fröhlich weiter beim kleinen Spätzle mit Soße. Wie gesagt, habe ich auch gerade wieder ein Dreier rausgehauen mit Spotten. Und mal zwei, dreimal über eine Base gucken. Klappt richtig gut. Ich hole mindestens mit dem 13er ein Dreier pro CK im Moment. Das ist für mich eine Spitzenquote, Leute. Das habe ich in den letzten Jahren nicht so erlebt. Und da freue ich mich natürlich auch über. Aber ich freue mich auch, wenn wir diesen CK hier noch gewinnen würden. Und können wir den eigentlich noch gewinnen? Der Gegner hat mich glücklicherweise nicht geschafft. 4 Sterne noch offen beim Gegner. Und noch ein Angriff, der kann mich aber nicht mehr angreifen. Der muss also höher angreifen, der Kollege hier. Und ich glaube, da schafft er, da müsste er den 10. hier jetzt schon packen. Denn das müsste ein 12er sein. Ja, da müsste er den 10. schon packen. Das ist sicherlich nicht sehr einfach. Und wir haben hier noch so ein bisschen was auf. Hier können wir noch einen Stern holen. Und ich kann mir vorstellen, auch noch bei der 4, ich bin mir nicht ganz sicher, aber wir haben noch einen 12er auf. Und wir haben noch einen 13er auf. Das ist natürlich krass. Das heißt also, obwohl der 13er kann den nicht mehr machen. Ne? Oh, Didi kann den nicht mehr machen hier. Oh nein, Didi kann den gar nicht mehr machen. Okay, dann muss der Zenten ran. Dann muss der Zenten den zweiten Stern rausholen. Und Didi macht einfach noch den letzten Stern hier rauf. Und dann haben wir das Ding gewonnen. Nach Prozenten, glaube ich, sind wir sowieso schon ein bisschen vorne. Also könnten wir das noch packen. Ich bin mal gespannt. Wenn ihr auch so gespannt seid wie ich, dann guckt einfach wieder in den Livestreams am Mittwoch, nämlich heute. Heute wird wahrscheinlich einer kommen, abends später. Und da machen wir wieder ein bisschen Clash of Clans. Wo was so geht. Es wird nicht so fürchterlich viel gehen, aber ich glaube, beim Herausforderern haben wir noch ein bisschen was und dann bleibt ihr einfach am Kanal dran. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen. Und die Glocke stellen, dann sehen wir uns mit weiteren Folgen in dieser Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss, euer Toto. Clasht.